Zu einem schweren Unfall kam es am Montagmorgen gegen 8:30 auf der A8 kurz vor Wendlingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 48-jähriger Lastwagenfahrer bemerkte den stockenden Verkehr zu spät und fuhr auf einen Sattelzug auf. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden im Führerhaus eingeklemmt und mussten von der Kirchheimer Feuerwehr befreit werden. Der Beifahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik verbracht werden. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Lastwagen entstand Totalschaden. Der 46-jährige Sattelzuglenker blieb unverletzt. Durch die einstündige Sperrung kam es zu einem Stau von 6 Kilometern.